Hallo, liebes Sternzeichen Widder. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den Juli ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen auch direkt an, deine Karten zu mischen und ich stelle die Frage: Was erwartet dich in der Liebe im Juli, liebes Sternzeichen Widder? Wer oder was kommt da auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im Juli ab? Was ereignet sich da? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe diesen kommenden Monat? Wir starten mit dem Gemüse-Tarot-Deck und legen dann ein paar Tattoo-Tarot-Karten als Erklärung dazu. Im Anschluss gibt es dann noch ein paar Tier-Orakel-Karten und ein paar kleine Anhängerchen. Also lasst uns schauen, was die Karten dir so mitgeben können zur Liebe im Juli. Was solltest du wissen zur Liebe in den nächsten paar Wochen, liebe Sternzeichen, Widder? Und bitte beachte, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm daher nur die Nachrichten für dich mit, die auch zu dir und deiner Situation passen, die sich gut und richtig anfühlen und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör vor allen Dingen immer auf deine eigene Intuition. Wir haben hier jetzt die 7 der Inspiration, die 5 der Inspiration, die 9 der Emotionen und die Weltkarte. Und ich würde sagen, wir starten mit der Erklärung der 7 der Inspiration. Wofür steht die 7 der Inspiration bei dir in der Liebe, liebes Sternzeichen Widder? Was sollten wir erstmal zur Ausgangslage wissen, um diese Legung besser verstehen zu können? Also was spielt sich momentan bei dir in der Liebe ab? Was können dir die Karten dazu mitgeben? Okay. Also ich sehe so ein bisschen für einige, dass es hier jemanden gibt, für den du vielleicht Gefühle hast oder jemanden gibt, an dem du Interesse hast, jemanden gibt, zu dem du dich hingezogen fühlst oder gefühlt hast. Aber ich sehe so ein bisschen, dass es sein kann, dass du dieser Situation trotzdem gewisse Grenzen setzt, weil du das Gefühl hast, dass diese Person sich nicht genügend bemüht oder dass das zwischen euch beiden nicht so richtig funktioniert oder weil du auf irgendwas von dieser Person wartest. Aber ich glaube, dass du selber dir so ein bisschen Grenzen setzt, was diese Person angeht. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, dass diese Person, an der du Interesse hast, sich von dir so ein bisschen abschottet oder distanziert oder dir gewisse Grenzen aufsetzt. Es kann sein, dass das eine Person ist, die dir gegenüber, sage ich mal, nicht wirklich emotional offen ist zum Beispiel und da eine gewisse Mauer sich aufgebaut hat. Es kann sein, dass diese Person vielleicht nicht auf was Festes aus ist für manche. Schau einfach, wie es für dich resoniert, aber ich sehe hier, dass hier jemand Grenzen aufsetzt und dass, obwohl da eine starke Anziehung zwischen dir und jemandem da ist und dass, obwohl du eine gewisse Zuneigung hier für jemanden empfindest oder ja, ich glaube, dass diese Situation dich nicht unbedingt glücklich macht, aber ich glaube, dass du, sage ich mal, das tust oder getan hast, was du tun kannst in dieser Situation. Und jetzt ist es vielleicht eher an deiner Person, sich zu öffnen und auf dich zuzugehen. Also ja, schwierige Ausgangslage, weil ich glaube, wie gesagt, dass dich das emotional so ein bisschen mitnimmt. Aber ich glaube, dass viele hier ihrer Person eine Grenze aufsetzen, obwohl sie diesen Menschen sehr, sehr gerne haben. Oder dass viele einfach merken, okay, diese Person, die ich toll finde, grenzt sich von mir so ein bisschen ab und das ist schmerzvoll. Lass uns schauen, wie es im Juli weitergeht für dich in der Liebe, liebes Sternzeichen Widder. Was solltest du hier zur 5 der Inspiration wissen bezüglich der Liebe im Juli? Wie geht es da für dich weiter? Was können dir die Karten hier mitgeben? Was erwartet dich in der Liebe im Juli, liebes Sternzeichen Widder?
Einige könnten es hier mit einem Wassersternzeichen zu tun haben, Krebs, Skorpion, Fische, wenn ich im Sonnensternzeichen bin, vielleicht im Mondsternzeichen oder im Aszendent. Zu 5 der Inspiration haben wir die 10 der Schwerter und die 3 der Münzen. Wenn du hier eine Grenze aufrecht erhältst oder wenn du hier eine Grenze aufgesetzt hast, dann glaube ich, dass du diese aufrecht erhältst. Ich sehe, dass es einige gibt, die keine Lust haben zu konkurrieren oder sich beweisen zu müssen oder dauernd um jemanden kämpfen zu müssen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Person irgendwie dauerhaft von dir erwartet, dass du ihm oder ihr was beweist und dich extrem ins Zeug legst und den Kontakt von dir aussuchst und ihm oder ihr dabei hilfst, sich zu öffnen. Aber ich glaube, dass einige hier im Juli keine Lust mehr darauf haben, dauernd zu kämpfen, dauernd sich extrem viel Mühe geben zu müssen, weil letzten Endes sollte es mit der richtigen Person auch irgendwo leicht und natürlich sich anfühlen. Das heißt, es kann sein, dass du dahingehend Grenzen setzt und sagst, okay, ich bin bereit, auf meine Person zuzugehen, aber ich werde mir dafür kein Bein ausreißen. Ich werde es nicht damit übertreiben. Weil letzten Endes eine Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit oder eine potenzielle Beziehung, die du dir hier vielleicht mit jemandem wünschst. Falls es jemand anderen gibt in deiner Situation, der vielleicht hier so ein bisschen mitschwingt, eine Konkurrenz oder so, dann kann es sein, dass diese Situation beendet wird. Falls du weißt, dass deine Person zu jemandem Kontakt hat, der dir so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, dass deine Person andere Menschen, andere Kontakte hier unterhält, dann kann es sein, dass deine Person das beendet oder dass es irgendwie anders beendet wird. Weil ich sehe hier, dass es da für manche eine Konkurrenzsituation geben könnte oder eine Situation, wo viele Menschen irgendwo eine Rolle spielen, die jetzt sehr viel intimer wird mit der 2 der Kelche. Okay. Ich glaube tatsächlich, wenn du Grenzen aufsetzt und wenn du dich so ein bisschen zurückziehst aus einer Situation, von der du weißt, dass sie dir nicht gut tut, dann wird sich das für dich auszahlen, weil ich sehe, dass daraus mehr Intimität entsteht, dass deine Person sich vielleicht mehr auf dich fokussiert. Und wenn deine Person es nicht tut, dann tut es vielleicht jemand anderes in der Zukunft. Aber ich glaube, dass deine Chancen dadurch, dass du Grenzen aufsetzt, hier größer werden, dass du deine Erfüllung findest. Also ja, ich habe das Gefühl, wenn deine Person oder wenn es hier jemanden gibt, der sich vielleicht bei dir nicht ganz sicher war in der Vergangenheit, ich glaube, diese Person wird sich sicher. Egal, ob es da jetzt noch andere Menschen gibt, die eine Rolle bisher gespielt haben oder nicht. Egal, ob deine Person noch Kontakt zu anderen Menschen hatte. Vielleicht war diese Person sich einfach generell unsicher, was dich angeht, was vielleicht eine Beziehung allgemein angeht. Vielleicht ist das jemand, der sich nicht sicher war, ob er bereit ist für was Festes oder bereit ist, sich emotional zu öffnen. Ich sehe, dass diese Person diese Unsicherheit, diese Verwirrung einfach hier so ein bisschen, dieses Chaos in dieser Situation überwindet und sich vielleicht mehr auf das konzentriert, was ihr beiden habt. Also sehr, sehr schön im Prinzip. Ja, lass uns die 9 der Emotionen ansehen. Wofür steht die hier bezüglich der Liebe bei dir im Juli, liebes Sternzeichen Widder? Zu 9 der Emotionen haben wir die 5 der Schwerter. Lass uns schauen, was noch rauskommt. Die 2 der Münzen. Ja, ich sehe absolut eine Situation, die vorher, sag ich mal, nicht gerade erfüllend war hier mit der 5 der Schwerter.
wird ausgeglichen und dadurch erfüllender, geht mehr in die Richtung von dem, was du dir gewünscht hast in der Liebe. Okay, also wenn du einfach dir von deiner Person, an der du bisher Interesse hattest, mehr wünschst, ich glaube, dass diese Wünsche erfüllt werden. Dadurch, dass dieses Geben und Nehmen zwischen euch beiden ausgeglichener wird, dadurch, dass deine Person dir mehr entgegenkommt. Ja, und wir haben mit der 6 der Stäbe hier Erfolg. Sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, dass das, was du dir die ganze Zeit in der Liebe gewünscht hast, hier auf dich zukommt. Aber interessanterweise, ich glaube, gerade dadurch, dass du hier Grenzen setzt. Oder wenn du merkst, dass jemand sich zu sehr von dir distanziert und sich nicht wirklich öffnet oder sich unsicher ist, dass du dann einen Schritt zurück machst, anstatt zu sagen, oh, ich kämpfe jetzt um diese Person, weil ich so verzweifelt bin, sondern ich glaube, du machst einen Schritt zurück in dieser Situation, was dazu führt, dass hier diese ganzen chaotischen Energien sich so ein bisschen ordnen können und auch deine Person besser verstehen kann, was er oder sie eigentlich will. Und ich glaube, für viele kann es sein, dass deine Person genau dadurch herausfindet, okay, ich will mich aufs Sternzeichen Widder konzentrieren. Richtig schön. Freut mich für dich. Lass uns die Weltkarte ansehen. Wofür steht die Weltkarte hier bei dir in der Liebe? Ungefähr Ende Juli. Was kommt da auf dich zu? Liebes Sternzeichen Widder, was solltest du noch zur Liebe im Juli wissen? Da haben wir den Wagen. Ja, Sternzeichen Krebs kommt hier stark durch. Mit dem Wagen haben wir das Sternzeichen nochmal spezifisch. Aber wie gesagt, auch schon mit dem Knaben der Kelche haben wir hier Wasserenergie. Wir haben die Königin der Stäbe hier. Das kann sehr gut deine eigene Energie sein. Als Feuersternzeichen. Für einige sehe ich hier, dass sie vielleicht Ende des Monats eine Reise geplant haben oder irgendwie einen Kurztrip geplant haben oder vielleicht Ende Juli Pläne schmieden für eine Reise oder ähnliches. Oder für manche vielleicht handelt es sich hier sogar um einen Umzug oder sowas in der Richtung. Aber ich sehe, dass Ende Juli du dich viel auf die Umsetzung einer größeren Veränderung konzentrierst, beziehungsweise dass es da einfach etwas gibt in deinem Leben, was sich bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass du darauf vielleicht auch so ein bisschen deinen Fokus legst, Ende Juli, anstatt unbedingt dich nur auf die Liebe zu konzentrieren. Ich sehe, dass es ein Erdsternzeichen geben könnte, Jungfrau Stier Steinbock, was so ein bisschen aus der Distanz den Kontakt mit dir sucht. Okay. Das kann jemand sein, der versucht, dich online irgendwo zu erreichen, sich in Kontakt mit dir zu setzen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob du dem gegenüber offen bist. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt. Vielleicht aufgrund einer gewissen Distanz. Sei es eben wirklich, dass ihr an sehr unterschiedlichen Orten wohnt. Aber ich glaube, hier ist auch eine gewisse emotionale Distanz da. Ich glaube, deine Person wird sich weiter bemühen. Die, auf die du dich schon momentan und auch in der kommenden Zeit konzentrierst. Aber ich glaube, Ende Juli. Ja, könnte es hier einfach eine große Veränderung in deinem Leben geben oder irgendeine große Sache in deinem Leben geben, die sehr spannend irgendwo ist? Und ich habe das Gefühl, dass du dich so ein bisschen mehr darauf konzentrierst. Für manche kann es auch ein Jobwechsel sein oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Aber ich glaube, gerade in der letzten Juliwoche bist du vielleicht nicht unbedingt so auf die Liebe konzentriert.
Trotzdem wüsste ich gerne, wie es in diesem Zeitraum für dich in der Liebe aussieht. Beziehungsweise, was uns die Karten zu dieser Veränderung vielleicht sagen können. Was spielt sich Ende Juli bei dir ungefähr in der Liebe ab, liebes Sternzeichen Widder? Und hier haben wir nochmal den Wagen, nochmal Sternzeichen Krebs. Die Sonne. Was auch immer hier Ende Juli in deinem Leben passiert, es scheint eine sehr positive Veränderung zu sein. Es scheint etwas sehr Schönes für dich zu sein, was sich da ereignet. Also keine Sorge, dass da jetzt irgendwas passiert, womit du nicht rechnest. Ich habe eher das Gefühl, dass das eine ganz bewusste Sache ist, die hier passiert. Etwas, was du vielleicht vorher schon geplant hast, so ein bisschen. Ja, und ich glaube einfach, dass dich das sehr, sehr erfüllt. Und vielleicht eben ein bisschen mehr von deiner Energie in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, auch in der Liebe sieht es positiv für dich aus Ende Juli. Ich denke sogar, dass sich hier jemand mehr Mühe gibt dir gegenüber, als du dieser Person gegenüber, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich hier mit der Königin der Schwerter einfach eine gewisse Zurückhaltung von deiner Seite aus sehe. Vielleicht nicht mal unbedingt bewusst, sondern einfach, weil hier vielleicht noch irgendwas anderes in diesem Zeitraum eine wichtige Rolle für dich spielt. Aber ich glaube, auch in der Liebe wird dir hier jemand zeigen, dass dein Interesse da ist und den Kontakt zu dir suchen, sich auf dich zu bewegen. Und ich denke eben, dass das diese Person ist, die jetzt im Juli anfängt, sich so ein bisschen klarer darüber zu werden, dass er oder sie vielleicht sich hier auf dich mehr konzentrieren möchte. Ja, also sehr, sehr schön. Ich glaube, diese Legung ist hier einfach für die Widder, die bereits Interesse an jemandem haben. Oder vielleicht ist da sogar schon mehr zwischen euch beiden als nur Interesse oder Anziehung. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, ob du eine Grenze aufziehen musstest oder ob deine Person sich so ein bisschen distanziert hat und dich das unglücklich macht. Aber ich glaube, dass jemand hier merkt, oh, das Sternzeichen Widder hat sich zurückgezogen oder oh, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr distanziert. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen mehr auf Sternzeichen Widder zu und fokussiere mich bloß auf diesen einen Menschen. Ich glaube, dass dieser kommende Monat für dich sehr, sehr schön wird in der Liebe, weil du eine gewisse Bestätigung bekommst dafür, dass es zum einen das Richtige ist, hier Grenzen aufzusetzen und niemandem, sag ich mal, hinterherzulaufen in Anführungsstrichen. Denn es zahlt sich aus. Deine Person kommt hier mehr auf dich zu, so wie es aussieht. Und ich glaube, das wird dir eben auch hier ein sehr gutes Gefühl geben. Ihr könnt euch wieder näher kommen. Auch wenn du Ende Juli hier scheinbar irgendwelche eigenen Pläne hast oder so. Aber ich glaube, deine Person wird sich mehr Mühe geben als vorher vielleicht. Und ich denke, dadurch wird es auch nicht mehr nötig sein, hier diese Grenzen so klar aufzusetzen. Ja, die sind bloß da, damit du nicht zu viel gibst. Damit du, sag ich mal, dich nicht zu sehr bemühst bei jemandem, der das nicht genauso für dich tut. Wenn du aber merkst, dass deine Person wieder mehr auf dich zukommt, sich mehr auf dich fokussiert, dir mehr Interesse entgegenbringt, dann kannst du diese Grenzen natürlich auch wieder ein bisschen lockerer gestalten und auch selber wieder mehr auf diese Person zugehen. Ich meine, das kannst du sowieso. Du sollst sowieso das machen, was sich für dich irgendwo richtig anfühlt, intuitiv. Aber ich glaube, dass viele hier sich so ein bisschen zurückziehen, bis sie merken, dass ihre Person etwas Wichtiges versteht. Bis sie merken, dass ihre Person wieder mehr auf sie zugeht, sich mehr auf sie fokussiert.
Und ich denke, dass das auch so passieren wird. Und von dem Moment an braucht ihr keine Mauern, braucht ihr keine Grenzen mehr, zumindest nicht in diesem Ausmaße. Und ich glaube, dadurch könnt ihr euch näher kommen, kann sich das Ganze wieder ein bisschen normalisieren, fühlt sich das Ganze auch sehr schön und natürlich an, leicht an. Also eine gute Legung für dich, liebes Sternzeichen Widder, wenn es mit dir resoniert. Wenn du sagst, es ist nicht meine Story hier, dann schau dir vielleicht nochmal die Legungen von deinen anderen relevanten Sternzeichen an. Vom Mondsternzeichen, vom Aszendent und vom Venussternzeichen können die auch oftmals noch recht passend sein. Wir legen jetzt noch ein paar Tee-Orakelkarten für dich dazu. Lass uns schauen, was die dir noch mitgeben können, liebes Sternzeichen Widder. Dann gibt es noch ein paar kleine Anhängerchen dazu. Und wenn du Interesse an einer persönlichen Legung oder an meinem Tarotkurs hast, dann findest du die Links dazu unten in der Infobox. Dort findest du ebenso einen Link zu meinem Instagram-Profil. Ich würde mich freuen, wenn du mich dort auch noch unterstützt. Wir haben hier den Delfin mit This and That are True. Manchmal gibt es mehrere Wahrheiten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Situation nicht so dramatisch ist, wie sie dir vorkommt. Schau natürlich, wie gesagt, was mit dir resoniert. Ich weiß nicht, wie deine individuelle Situation ist. Bei manchen mag es vielleicht tatsächlich eine dramatische Situation sein. Aber für einige nehme ich hier wahr, dass diese Situation nicht so dramatisch ist, wie sie dir vorkommt. Dass deine Person dir gegenüber nicht so distanziert ist oder nicht so distanziert sein möchte, wie er oder sie sich vielleicht gibt oder wie du es auffasst. Versuch so ein bisschen die Sichtweise deiner Person hier nachzuvollziehen. Ich glaube, das hilft dir dabei, die Situation ein bisschen entspannter anzugehen und dir nicht ganz so einen Kopf zu machen. Ja. Ich glaube, du wirst herausfinden im Laufe des Julis, dass deine Person eigentlich nicht vorhatte, dir ein schlechtes Gefühl zu geben oder so. Wir haben ja außerdem noch die Spinne mit Make Your Dreams Real, mache deine Träume wahr. Ich glaube, das könnte für einige hier Ende Juli besonders relevant sein. Aber ja, auch hier mit der neuen Emotion schon in der dritten Spalte geht es darum, sich Wünsche zu manifestieren. Und ich glaube, so wie sich das für dich in der Liebe im Juli entwickelt, kommt das deinen Wünschen schon wesentlich näher. Vor allen Dingen im Vergleich dazu, wie es für dich vielleicht in der letzten Zeit war zwischen dir und deiner Person. Also ja, ich glaube, dass das hier alles in eine wirklich positive Richtung geht mit euch beiden. Deshalb versuche auch selber daran zu glauben. Manifestation funktioniert nur mit Glauben. Deshalb, wenn du dir etwas wünschst, wenn du ein Bild vor Augen hast davon, wie du dir eure Beziehung vorstellst, wie du dir deinen Traumpartner vorstellst, sage ich mal, wie das zwischen euch beiden laufen sollte, dann visualisiere das und vertraue darauf, dass es genau so kommen kann. Weil ich glaube, dann stehen deine Chancen besser, als wenn du hier wirklich in dieser Verzweiflung versinkst. Nicht, dass deine Gefühle nicht relevant sind. Ich sage einfach bloß, halte ein bisschen dir die Möglichkeit offen, dass das Ganze vielleicht doch nicht so schlimm ist, dass deine Person vielleicht doch keine schlechten Absichten hat, dass das Ganze irgendwo ein Missverständnis ist oder eben, dass deine Person wieder mehr auf dich zukommt im Juli und ich glaube, dann wird genau das passieren. Ich glaube echt, dass deine Person nicht vorhatte, dich zu verletzen, aber für manche kann genau das sein, kann genau das sein, was in letzter Zeit passiert ist, dass deine Person dich verletzt hat, dadurch, dass er oder sie sich von dir so ein bisschen distanziert hat oder dass diese Person sich nicht so sicher war, wie du dir das gewünscht hättest in Bezug auf euch beide. Ich glaube, im Juli wird deine Person Schluss machen mit dieser Unsicherheit, mit anderen Personen, die da noch eine Rolle spielen könnten für manche. Deine Person wird sich mehr fokussieren auf das, was ihr habt, so wie es aussieht.
Aber du musst, wie gesagt, auch daran glauben. Lass uns schauen, welche Tierorakelkarte noch für dich rauskommen, liebe Sternzeichen wieder. Was können dir die Tierorakelkarten noch mitgeben? Okay, also hier ist die Farbe Lila oder Violett recht stark, kommt die hier durch in den Karten. Und Violett steht, glaube ich, für das Stirnchakra, für das Chakra des dritten Auges. Ich glaube, dass das bei dir in der kommenden Zeit sehr aktiv sein könnte, dass du in der kommenden Zeit auch sehr auf deine Intuition hören sollst, weil sie wahrscheinlich dir etwas sagen möchte und auch sehr stark wahrnehmbar sein wird. Ich denke absolut, dass du eine besondere Verbindung zu etwas Höherem hast. Und dadurch, dass du dein Stirnchakra öffnest, erhältst du Zugang dazu. Mach vielleicht die eine oder andere Meditation für dieses Chakra. Das könnte dir eventuell dabei helfen, hier Zugang zu all den Antworten zu erhalten, die du dir irgendwo wünschst. Aber ja, ich sehe definitiv eine starke Verbundenheit zu was Höherem bei dir. Sehr, sehr schön. Mit der Taube haben wir hier noch das Thema Be Peace, sei Frieden. Ja, schließe Frieden so ein bisschen mit dem, was in der letzten Zeit zwischen dir und deiner Person passiert ist, so gut wie es eben möglich ist. Natürlich, wie gesagt, deine Gefühle sind relevant. Und es ist auch komplett in Ordnung, sich da Gedanken zu machen und so weiter. Aber ich glaube, manchmal muss man sich selber auch so ein bisschen zurückhalten, wenn es darum geht, in diesen Gefühlen zu versinken. Finde wieder zu deinem Urzustand zurück, der Frieden ist, der Entspanntheit ist, der Liebe ist. Und ich glaube, dann wird diese Situation sich absolut drehen für dich im Juli. Aber tu das nicht nur, damit die Situation sich verändert, sondern vor allen Dingen auch, weil es sich gut anfühlt für dich. Ich glaube absolut, dass du und deine Person, dass ihr so ein bisschen Frieden schließen könnt mit dem, was in der letzten Zeit passiert ist. Dass ihr, wenn es dann einen Konflikt gab oder jemand sich zurückgezogen hat, ich glaube, ihr könnt euch einander wieder annähern. Und diese Sache so ein bisschen hinter euch lassen, was ich sehr, sehr schön finde. Okay. Wir legen jetzt noch ein paar Anhängerchen für dich dazu. Lass uns schauen, was dann noch durchkommt. Okay, wir haben hier ein Engelchen, was für göttliche Unterstützung steht, dafür, dass es Energien an deiner Seite gibt, die für dich da sind und dich beschützen. Das müssen keine Engel oder Schutzengel sein, wenn du nicht daran glaubst. Es kann Gott sein, es kann das Universum sein. Welche Energie auch immer es für dich ist, du bist nicht alleine und du wirst beschützt und du bist auf dem richtigen Weg. Wir haben ja außerdem noch diese Musiknoten. Ich glaube, dass die Musik für jemanden hier sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, Musik ist generell wichtig. Aber vielleicht bist du jemand, der selber irgendwo ein Instrument spielt, singt, vielleicht sogar selber komponiert. Oder vielleicht verbindet dich hier die Musik mit jemandem in der Liebe. Kann auch sein, dass deine Person irgendwo selber Musik macht, aber das scheint hier doch recht relevant zu sein. Wir haben hier außerdem noch den Fisch. Ups. Leider ist der sehr klein und diese Kamera ist sehr unscharf in der Nähe, aber das ist ein Fisch und der steht für Fülle, für Wohlstand, für finanziellen Erfolg in der Regel. Also ich glaube absolut. Was auch immer diese Veränderung Ende Juli ist, die kommt sehr stark durch. Ich glaube, dass das Ganze dir ein gewisses Glücksgefühl, ein Gefühl der Fülle geben wird. Und das sieht sehr erfolgsversprechend aus, was auch immer es ist. Interessant, für manche könnte das Sternzeichen Fische eine Rolle spielen.
Ist auch ein Wassersternzeichen, was hier wie gesagt durchkommt bei deiner Person so ein bisschen. Also Krebs, Fische kommen hier durch bei deiner Person. Einfach starke Wasserenergie. Aber Ende Juli, wie gesagt, kommt auch noch ein Erdsternzeichen für manche durch, was eventuell Interesse an dir zeigen könnte. Ich glaube aber nicht, dass das einen Riesenunterschied für deine Situation macht, um ehrlich zu sein. Wie dem auch sei, ein schöner Monat, um für dich so ein bisschen Frieden zu schließen mit deiner Person. Ich glaube, es wird dir richtig gut tun, wenn du merkst, dass deine Person sich wieder mehr auf dich fokussiert, sich vielleicht sicherer ist, sich dir gegenüber mehr öffnet. Also eine tolle Legung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest aus dieser Legung was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.